In den letzten Folgen haben wir Symbole kennengelernt, mit denen wir einzelne Werte abbilden können. Solche einzelnen Werte bezeichnen wir auch als Skalare. Wir wissen, dass wir mit Hilfe von Zahlenwerten beliebige Symbole kodieren können und bearbeiten diese mit Operationen und Funktionen. Was aber, wenn wir mehr als einzelne Werte gleichzeitig bearbeiten möchten? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in dieser Episode von Daten und Informationen. Es geht um Datentypen, Vektoren und Matrizen. Beginnen wir bei den Skalaren. Skalare repräsentieren Symbole. Und wir haben bereits zwei Arten von Symbolen kennengelernt, nämlich Zahlen und Textzeichen. Wir wissen, dass wir mit Zahlenwerten beliebige Symbole kodieren können. Dabei bestimmt der sogenannte Datentyp die Kodierung. Wir kennen bereits Zahlen- und Zeichenketten in Excel und R. Daneben gibt es noch Wahrheitswerte, in Excel-Formeln und in R-Funktionen, sowie den leeren Datentyp bzw. in R-NA, was das gleiche bedeutet. In Excel gibt es darüber hinaus noch Fehlerwerte als eigenen Datentyp. Diese sechs Datentypen sind für unsere Arbeit besonders wichtig und deshalb merken wir sie uns. Datentypen für einzelne Werte bezeichnen wir auch als atomare Datentypen. Gelegentlich hören Sie Begriffe wie primitive Datentypen oder fundamentale Datentypen, die immer das Gleiche bedeuten, nämlich Datentypen für Skalare. In der Praxis begegnen uns einzelne Werte jedoch selten allein. Und wir wollen nicht jeden Wert separat bearbeiten müssen. Wir fragen uns also, wie wir Operationen auf mehrere Werte gleichzeitig anwenden können. Wir müssen also unsere atomaren Datentypen durch Strukturen erweitern. Das bringt uns zu Datenstrukturen. Datenstrukturen sind sogenannte komplexe Datentypen. Komplexe Datentypen werden gelegentlich auch als zusammengesetzte Datentypen oder als abgeleitete Datentypen bezeichnet. Datenstrukturen fassen mehrere skalare oder andere Datenstrukturen zusammen. Um uns das zu veranschaulichen, wenden wir den vereinfachten Trick an. Wir nehmen an, dass alle Werte in unserer Datenstruktur vom gleichen Datentyp sind. Fangen wir bei Skalaren an. Skalare repräsentieren einzelne Werte. In der Geometrie würden wir das als Punkt bezeichnen. Wenn wir mehrere Werte zusammenfassen, dann könnten wir in der Geometrie von einer Linie sprechen. Wenn wir mehrere Werte zusammenfassen, sprechen wir von Vektoren. Vektoren enthalten eine Anzahl von Werten vom gleichen Datentyp. Hier haben wir gleich mehrere wichtige Elemente. Zuerst einmal müssen alle Werte vom gleichen Datentyp sein, sodass wir die gleichen Operationen auf alle Werte anwenden können. Außerdem enthalten Vektoren mehrere Werte, die wir als Einheit behandeln können. Ein Vektor enthält eine Anzahl verschiedener Werte und diese Anzahl entspricht der Länge eines Vektors. Die Länge eines Vektors muss immer größer oder gleich 0 sein. Hat ein Vektor die Länge 0? Dann ist das der leere Vektor. Für jeden Vektor, der kein leerer Vektor ist, gilt, dass jeder Wert eine Position hat. Und diese Position bezeichnen wir als Index. Der Index eines Vektors nummeriert die Werte. Schauen wir uns ein paar besondere Vektoren an. Dazu vereinfachen wir etwas weiter und nehmen an, dass alle Werte in unseren Vektoren Zahlen sind. Sind alle Werte eines Vektors vom Wert 0, dann bezeichnen wir diesen Vektor als einen Nullvektor. Sind alle Werte eines Vektors gleich 1, dann bezeichnen wir diesen Vektor als einen 1-Vektor. Haben alle Werte eines Vektors einen festen Abstand zueinander, dann wird dieser Vektor als Sequenz bezeichnet. Und das wollen wir uns im Detail anschauen. Hier haben wir einen Vektor mit den Werten 1, 2, 3, 4 und 5. Ganz offensichtlich hat dieser Vektor die Länge 5. Zwischen den Werten gibt es einen Abstand, der immer gleich sein muss.
Der Abstand berechnet sich aus dem Wert eines beliebigen Nachfolgers minus dem Wert des Vorgängerindex. Betrachten wir uns das hier im Detail. Nehmen wir den ersten Nachfolger, nämlich die 2, und ziehen davon die 1 ab. Wir erhalten dann den Abstand von 1, denn 2 minus 1 gibt 1. Wir können das für alle Wertepaare mit aufeinanderfolgenden Indizes wiederholen und erhalten immer den gleichen Abstand, nämlich 1. Lassen wir die Theorie hinter uns und erstellen ein paar Sequenzen. Beginnen wir mit Excel. Excel erstellen wir Sequenzen mit Hilfe der Sequenzfunktion. Die Sequenzfunktion hat 4 Parameter, wobei wir allerdings nur den ersten zwingend angeben müssen. Probieren wir einmal die Sequenzfunktion mit dem Wert 1 aus. Wir erhalten eine 1. Das war jetzt noch nicht wahnsinnig aufregend. Mit Hilfe der Sequenzfunktion können wir Zeilen- und Spaltenvektoren erstellen. Das probieren wir gleich mit einem Spaltenvektor aus. Wir aktivieren den Formelmodus, geben Sequenz ein und wählen unsere Vektorlänge. In diesem Fall nehme ich 6. Ich halte nun einen Vektor der Länge 6 mit den Werten von 1 bis 6. Wir brauchen den zweiten Parameter der Sequenzfunktion, um Zeilenvektoren zu erstellen. Wieder aktivieren wir den Formelmodus und geben Sequenz ein. Diesmal hat unser Vektor nur eine Zeile, da es sich um einen Zeilenvektor handelt, und 6 Spalten. Wir hätten nun einen Zeilenvektor der Länge 6. Betrachten wir nun die anderen beiden Parameter der Sequenzfunktion. Sequenzfunktion. Wir geben wieder einen Spaltenvektor ein mit 6 Zeilen. Wir sagen, dass wir eine Spalte haben wollen, damit wir den Spaltenvektor erhalten. Nun können wir einen anderen Anfangswert wählen, mit dem unsere Sequenz startet, zum Beispiel die 4. Hier eine Sequenz mit dem Anfangswert 4 und dem Abstand von 1. Kommen wir zum letzten Parameter der Sequenzfunktion. Wieder starten wir wie bei unserem letzten Spaltenvektor mit Sequenz, Zeilenlänge von 6, Spaltenlänge von 1 und dem Startwert von 4. Als letzten Parameter können wir den Abstand zwischen unseren Werten eingeben. Wählen wir zum Beispiel 2. Wir halten so einen Spaltenvektor der Länge 6 mit den Werten 4, 6, 8, 10, 12 und 14. Wir sehen deutlich, dass wir jetzt einen Abstand von 2 zwischen unseren Werten haben. Nun wollen wir Sequenzen mit R erstellen. Auch R kennt eine Sequenzfunktion. Allerdings ist R dafür bekannt, dass Funktionsnamen häufig abgekürzt werden. Deshalb heißt die Sequenzfunktion in R SEQ. Dieser Funktion können wir die Länge unseres Vektors mitgeben, zum Beispiel 5. Dadurch erhalten wir eine Sequenz der Länge 5 mit den Werten 1, 2, 3, 4 und 5. Wollen wir einen anderen Startwert festlegen, müssen wir die Parameter der Sequenzfunktion explizit angeben. Wir beginnen dazu mit SEQ und legen anschließend mit dem Length-Parameter unsere Vektorlänge fest. Bleiben wir bei 5. Mit dem From-Parameter legen wir den Startwert unserer Sequenz fest, zum Beispiel 2. Wir halten jetzt eine Sequenz der Länge 5 mit den Werten 2, 3, 4, 5 und 6. Analog zu Excel können wir auch in R den Abstand zwischen unseren Sequenzwerten festlegen. Wiederholen wir dieses Beispiel und legen den Parameter Length wieder mit 5 fest. Bleiben wir beim Startwert von 2 und legen die Schrittweite mit Hilfe des By-Parameters auf 3 fest. Wir halten nun eine Sequenz der Länge 5 mit den Werten 2, 5, 8, 11 und 14. R kennt zusätzlich eine Abkürzung für Sequenzen mit dem Abstand 1. Dazu legen wir einen Startwert fest, zum Beispiel 3. Dieser Wert wird vom Doppelpunktoperator gefolgt
und anschließend geben wir den Endwert unserer Sequenz an. Zum Beispiel 7. Führen wir diese Operation aus, erhalten wir eine Sequenz der Länge 5 mit den Werten 3, 4, 5, 6 und 7. Nullvektoren und Einsvektoren sind übrigens besondere Sequenzen. Sie haben nämlich den Abstand 0. Das können wir uns leicht mit diesem Einsvektor der Länge 5 veranschaulichen. Nehmen wir nämlich zwei benachbarte Werte und ziehen sie voneinander ab, erhalten wir immer den Abstand 0, denn 1 minus 1 gibt 0. Schauen wir uns an, wie wir 0 und 1 Vektoren programmatisch erstellen können. Beginnen wir wieder mit Excel. Jetzt, wo wir wissen, wie 0 und 1 Vektoren funktionieren, können wir sie ganz einfach in Excel erstellen. Wir nutzen dazu wieder die Sequenzfunktion. Fangen wir mit einem Nullvektor an. Wir aktivieren den Formelmodus und geben Sequenz ein. Wir wollen diesmal einen Spaltenvektor der Länge 5 erhalten. Das heißt, wir geben 5 als Anzahl der Zeilen ein. Wir wollen eine Spalte und wir beginnen bei 0, denn wir wollen einen Nullvektor erzeugen. Die Schrittweite des Nullvektors ist selbstverständlich 0. Diese Funktion schließen wir ab und rufen sie auf. Und siehe da, wir erhalten einen Nullvektor der Länge 5. Als nächstes erstellen wir einen 1-Vektor. Der 1-Vektor funktioniert ganz analog zum Nullvektor und wir starten mit Sequenz. Diesmal wollen wir einen 1-Spalten-Vektor der Länge 7 erhalten, geben eine 1 für die Anzahl der Spalten ein, die 1 für den Startwert und die Schrittweite ist auch beim 1-Vektor gleich 0. Diesmal bekommen wir einen 1-Vektor als Spaltenvektor der Länge 7. Nun erstellen wir 0 und 1-Vektoren mit R. In R können wir genau wie in Excel 0 und 1-Vektoren mit Hilfe der Sequenzfunktion erstellen. Probieren wir das aus. Wir nehmen die Sequenzfunktion, legen unsere Länge fest, zum Beispiel auf den Wert 6. Unser Startwert soll 1 sein und unser Abstand ist 0. Genau gleich können wir einen Nullvektor erstellen. Wir sagen Sequenz der Länge 4. Startend bei 0 mit dem Abstand von 0. Jetzt erhalten wir einen Nullvektor der Länge 4. In R können wir allerdings 1 und 0 Vektoren noch etwas einfacher erstellen. Dazu gibt es nämlich die Repeat-Funktion, die in R mit rep abgekürzt ist. Als ersten Parameter übergeben wir der rep-Funktion den Wert, den wir wiederholen möchten. Zum Beispiel die 0. Anschließend sagen wir, wie häufig wir diesen Wert wiederholen möchten, was in unserem Fall 4 wäre. Wir erhalten jetzt unseren gewünschten Nullvektor der Länge 4. Das gleiche können wir auch mit unserem 1-Vektor der Länge 6 machen. Wir sagen rep, wir wollen die 1 wiederholen, und zwar genau 6 Mal. Natürlich ist es schön, wenn wir Vektoren erstellen können. Aber am Ende wollen wir mit Vektoren rechnen. Wir bleiben also bei unserer Vereinfachung, dass alle Werte in unseren Vektoren vom Datentyp Zahl sind. Beginnen wir mit der Addition. Bei der Arbeit mit Vektoren müssen wir allerdings ein paar Fälle beachten. Beginnen wir mit der einfachen Addition der beiden Variablen s und v. Das s steht dabei für einen Skalar, also einen einzelnen Wert, und das v für einen Vektor. Das können wir auch ausführlicher schreiben. Wir erhalten dann s plus die einzelnen Werte in unserem Vektor. Das Ergebnis dieser Addition erhalten wir, indem wir den Skalar mit jedem der Werte addieren. Diese Art der Addition wird auch als Skalaraddition bezeichnet. Das können wir auf zwei Vektoren v und w erweitern. Auch das können wir ausführlicher schreiben. Wir erhalten dann zwei Vektoren mit ihren indizierten Werten. Diese Addition bezeichnen wir als Vektoraddition.
Bei der Vektoraddition werden die Werte mit den gleichen Indizes paarweise addiert. Dabei müssen wir sicherstellen, dass die Vektoren gleich lang sind, denn sonst haben wir nicht genug Wertepaare. Der Nullvektor ist übrigens das neutrale Element der Vektoraddition. Kommen wir zur Multiplikation. Wieder haben wir unsere beiden Variablen s und v, wobei das s für ein Skalar und das v für ein Vektor steht. Das können wir ausführlicher schreiben und erhalten dann das s multipliziert mit den Werten in einem Vektor. Analog zur Skalaraddition funktioniert die Skalarmultiplikation genau gleich. Wir multiplizieren nämlich den Skalar mit jedem Wert in unserem Vektor. Auch das können wir auf zwei Vektoren erweitern. Wir erhalten dann zwei Vektoren mit ihren indizierten Werten. Auch hier gilt, dass wir paarweise die Werte mit gleichen Indizes multiplizieren. Und wie schon bei der Vektoraddition, gilt auch bei der Vektormultiplikation, dass diese Vektoren gleich lang sein müssen. Der 1-Vektor ist hier das neutrale Element. Wenden wir uns nun ein paar Fachbegriffen zu. Positionieren wir nämlich die Werte in einem Vektor nebeneinander, dann bezeichnen wir diesen Vektor als einen Zeilenvektor. In einem Zeilenvektor wird der Index immer von links nach rechts gezählt. Positionieren wir hingegen die Werte in einem Vektor untereinander, dann bezeichnen wir diesen Vektor als einen Spaltenvektor. In einem Spaltenvektor wird der Index von oben nach unten gezählt. Ein Zeilenvektor kann in einen Spaltenvektor transponiert werden und umgekehrt. Beim Transponieren bleiben die Indizes übrigens erhalten. Das wollen wir uns mit Hilfe eines Beispiels veranschaulichen. Wir haben hier einen Zeilenvektor mit den Werten 1, 2 und 3. Diesen wollen wir in einen Spaltenvektor transponieren. Dazu verschieben wir den ersten Index nach oben, den zweiten Index in die Mitte und den dritten Index nach unten. Jetzt haben wir einen Spaltenvektor. Das Ganze funktioniert auch in die Gegenrichtung. Wir verschieben die 1 nach vorne, die 2 in die Mitte und die 3 nach hinten. Und nun haben wir wieder einen Zeilenvektor. Dabei erkennen wir gleich, dass das doppelte Transponieren eines Vektors wieder zum Ausgangsvektor führt. Veranschaulichen wir uns schnell die Vektoraddition und das Transponieren mit Hilfe von zwei Sequenzen der Länge 5. Damit wir etwas besser sehen, lassen wir die zweite Sequenz bei 2 starten. Nun haben wir unsere beiden Vektoren, mit der wir die Vektoraddition ausprobieren können. Die Vektoraddition funktioniert ganz einfach, indem wir den ersten Vektor auswählen und dann mit plus den zweiten Vektor hinzuaddieren. Das Ergebnis ist wie erwartet die paarweise Summe der Werte in unseren Vektoren. Transponieren wir noch schnell den zweiten Vektor in einem Zeilenvektor. In Excel transponieren wir Vektoren mit Hilfe der mTrans-Funktion. Wir übergeben der mTrans-Funktion einen Vektor, in diesem Fall unseren zweiten Vektor, schließen die Klammer und rufen die Funktion auf. Wir erhalten nun den zweiten Vektor als Zeilenvektor. Diesen zweiten Vektor wollen wir noch einmal transponieren, damit wir die Umkehrbarkeit dieser Funktion besser verstehen. Nach dem zweiten Transponieren erhalten wir wie erwartet den Ausgangsvektor wieder als Ergebnis. Auch in R gibt es die Vektoraddition, die genau wie in der Theorie funktioniert. Dazu legen wir einen Vektor V an. Dieser Vektor enthält eine Sequenz von 1 bis 5. Für die Vektoraddition brauchen wir natürlich einen zweiten Vektor und den nennen wir W. Dieser Vektor ist wie im vorigen Beispiel eine Sequenz von 2 bis 6. In der Theorie haben wir die Formel für die Vektoraddition als V plus W geschrieben, wobei V und W selbstverständlich beliebige Variablen sind.
Führen wir diese Operation aus, erhalten wir als Ergebnis einen Vektor der Länge 5 mit den Werten 5, 3, 7, 9 und 11, was genau der paarweisen Addition der Wertepaare in unseren beiden Vektoren entspricht. Untersuchen wir nun die Transponieren-Funktion in R. Vektoren in R sind tendenziell ungerichtet. R kennt von sich aus keine Spalten- und Zeilenvektoren, sondern nur Vektoren an sich. Die Transponieren-Funktion heißt in R t. Wenden wir diese Funktion auf den Vektor w an, dann erhalten wir keinen Vektor, sondern eine Matrix mit einer Zeile und den Werten 2, 3, 4, 5 und 6. Rufen wir die t-Funktion zweimal hintereinander auf unseren Vektor auf, erhalten wir einen Spaltenvektor, der in R als eine 5x1 Matrix mit den Werten 2, 3, 4, 5 und 6 beschrieben wird. Damit haben wir unseren ursprünglichen Vektor reproduziert. Gehen wir nun einen Schritt weiter. Wir haben unsere einzelnen Werte, unsere Skalare und die Vektoren, die wir uns als Linie vorstellen. Der nächste Schritt in dieser Überlegung ist, dass wir in die Fläche gehen. Eine Datenstruktur, die Werte in der Fläche anordnet, bezeichnen wir als eine Matrix. Was ist aber eine Matrix? Eine Matrix ist eine Datenstruktur, in der erstens Werte in Spalten und Zeilen organisiert, zweitens alle Spalten gleich lang und drittens alle Zeilen gleich lang sind. Außerdem gilt, dass alle Werte Zahlen sein müssen. Das ist eine recht abstrakte Definition, die wir uns am besten an einem Beispiel veranschaulichen. Hier haben wir eine Matrix mit drei Spalten und drei Zeilen. Die Werte der Matrix verstecken sich hinter dem Buchstaben W. Wir können an dieser Matrix leicht erkennen, dass unsere Werte in Zeilen und in Spalten organisiert sind. Wir sehen auch, dass alle Zeilen die gleiche Länge haben. Sie erstrecken sich nämlich genau über drei Spalten und die Matrix hat drei Spalten, die sich über gleich viel Zeilen erstrecken. Die tiefer gestellten Zahlen stehen übrigens für den sogenannten Matrizenindex. Die vordere Zahl steht dabei für den Zeilenindex und die hintere Zahl immer für den Spaltenindex. Wenn wir allgemeine Matrizen beschreiben würden, schreiben wir eigentlich nur die Eckwerte hin. In der allgemeinen Form kennen wir nur den Matrixindex für die rechte obere Ecke und dieser ist 1, 1. Weil wir in der allgemeinen Form die Zeilen- und die Spaltenlänge nicht kennen, kennzeichnen wir die Zeilen- und Spaltenlänge mit den Buchstaben M und N. An diesen Buchstaben erkennen wir die Zeilen- und die Spaltenlänge. Diese beiden Werte bezeichnen wir auch als die Dimensionen einer Matrix. Eine allgemeine Matrix bezeichnen wir also als eine M mal N Matrix. In unserem konkreten Fall würden wir diese Matrix als eine 3 mal 3 Matrix bezeichnen. Wir fragen uns, ob wir aus zwei Vektoren eine Matrix erzeugen können. Und tatsächlich gibt es einen solchen Weg. Wir können nämlich einen Spaltenvektor mit einem Zeilenvektor überkreuzen. Anders als bei der Vektoraddition oder Vektormultiplikation müssen die beiden Vektoren nicht gleich lang sein. Das x steht übrigens für das Kreuzprodukt. Es handelt sich also um eine spezielle Multiplikation. Wenn wir das Kreuzprodukt aus einem Spaltenvektor und einem Zeilenvektor bilden, erhalten wir immer eine Matrix mit der gleichen Anzahl von Zeilen wie der Spaltenvektor und der Anzahl der Spalten wie beim Zeilenvektor. Wie funktioniert nun das Kreuzprodukt? Beim Kreuzprodukt multiplizieren wir die Werte des Spalten- und des Zeilenvektors so, dass jeweils der Zeilenindex zum Index des Spaltenvektors passt und der Spaltenindex zum Index des Zeilenvektors. Auf diese Weise erhalten wir alle Werte in einer Matrix. Wiederholen wir dazu das vorherige Beispiel mit den beiden Dreiersequenzen. Die zweite Sequenz ist natürlich ein Zeilenvektor.
Wir haben also eine Zeile und drei Spalten. Damit haben wir unsere beiden Vektoren erstellt. Das Kreuzprodukt für Vektoren berechnen wir in Excel mit der mmult-Funktion. Dazu übergeben wir als ersten Parameter den linken Vektor und als zweiten Parameter den rechten Zeilenvektor. Führen wir diese Funktion aus, erhalten wir die erwartete Matrix. Selbstverständlich kennen wir in R auch das Kreuzprodukt für Vektoren. Die Operation schreiben wir als V Kreuzprodukt mit W. Dieses komische Prozent, Sternchen Prozent, steht für unser Kreuzprodukt, weil wir das X des Kreuzprodukts nicht direkt eintippen können. Wenn wir diese Operation ausführen, dann stellen wir allerdings fest, dass wir anstatt einer Matrix nur einen einzelnen Wert zurückerhalten. Damit wir eine Matrix generieren, müssen wir den zweiten Vektor entsprechend in einen Zeilenvektor transponieren. Das machen wir wie folgt. V Prozent Sternchen Prozent für das Kreuzprodukt, die T-Funktion für das Transponieren auf unseren zweiten Vektor W. Führen wir diese Operation aus, erhalten wir wie erwartet unsere Matrix über diese beiden Vektoren. Untersuchen wir nun spezielle Matrizen. Gegeben sei diese I mal I Matrix. Wir wissen, dass gleiche Buchstaben gleiche Werte bedeuten. Mit anderen Worten, diese Matrix hat gleich viele Zeilen und Spalten. Eine solche Matrix bezeichnen wir auch als eine quadratische Matrix. Außerdem sollten wir wissen, dass jede Matrix eine sogenannte Hauptdiagonale besitzt. Die Hauptdiagonale einer Matrix ist ein Vektor, bei dem der Spalten- und der Zeilenindex gleich sind. Wir sehen hier die Hauptdiagonale in einer 3x3 Matrix hervorgehoben. Hier sehen wir deutlich, dass der Zeilen- und Spaltenindex in der Hauptdiagonalen immer gleich ist. Die Hauptdiagonale startet immer an der linken oberen Ecke einer Matrix. Bei nicht-quadratischen Matrizen endet die Hauptdiagonale am höchsten gemeinsamen Zeilen- und Spaltenindex. Das muss nicht immer die rechte untere Ecke sein. Hier sehen wir noch einmal eine Hauptdiagonale in einer quadratischen Matrix hervorgehoben. Diese besondere Matrix hat in der Hauptdiagonalen eine 1 stehen und an anderen Positionen eine 0. Solche quadratischen Matrizen haben einen besonderen Namen, nämlich Einheitsmatrix. Eine Einheitsmatrix ist also eine quadratische Matrix, deren Werte entlang der Hauptdiagonalen 1 und sonst 0 sind. Damit wir die Einheitsmatrix nicht umständlich eintippen müssen, gibt es dafür eine spezielle Funktion, nämlich die Funktion m-Einheit. Dieser Funktion übergeben wir als Parameter die Länge unserer Hauptdiagonalen. In unserem Fall wäre das zum Beispiel eine 4, um eine 4x4 Einheitsmatrix zu erzeugen. Natürlich gibt es auch in R eine Abkürzung, um Einheitsmatrizen zu erzeugen. Der Name dieser Funktion leitet sich aus der Definition für die Einheitsmatrix ab, nämlich in der Hauptdiagonalen stehen überall Einsen. Die Funktion heißt also Diag für Diagonale und anschließend geben wir die Größe unserer quadratischen Matrix an, zum Beispiel 5. So haben wir uns eine 5x5 Einheitsmatrix erzeugt. Und auch hier können wir überprüfen, ob diese Matrix kommen wir zu den Matrixoperationen. Alle Vektoroperationen können auf Matrizen verallgemeinert werden. Trickreich sind nur die beiden Operationen Transponieren und Kreuzprodukt. Verallgemeinern wir zuerst das Transponieren. Beim Transponieren von Matrizen werden die Spalten- und Zeilenindizes vertauscht.
Das Transponieren von Matrizen veranschaulichen wir uns hier an dieser 3x4 Matrix. Ich hebe die Zeilenindizes farblich hervor, denn die werden wir beim Transponieren mit den Spaltenindizes vertauschen. Nach dem Transponieren erhalten wir eine 4x3 Matrix und wir erkennen gut, dass nun die Zeilenindizes zu Spaltenindizes geworden sind. Noch besser sehen wir den Effekt des Transponierens mit konkreten Werten. Nehmen wir wieder eine 3x4 Matrix mit den Werten von 1 bis 12. Diese Matrix transponieren wir und erkennen ganz deutlich, dass nun aus den Matrixzeilen Matrixspalten geworden sind. In Excel können wir uns das Transponieren ganz einfach veranschaulichen, indem wir wieder die mTrans-Funktion verwenden. Ich habe hierzu unsere Beispielmatrix vorbereitet und gebe die mTrans-Funktion ein und wähle anschließend den Bereich meiner Matrix. Nachdem ich die Funktion ausführe, erhalte ich genau die gleiche Matrix wie in unserem Beispiel. Wie in Excel ist auch in R das Transponieren von Matrizen denkbar unspektakulär. Ich habe unsere Beispielmatrix hier vorbereitet. Genau wie in Excel verwenden wir die Transponieren-Funktion. Wir wissen bereits, dass diese Funktion in R T heißt. Wir übergeben also der Funktion T unsere Beispielmatrix. Das Ergebnis dieser Operation ist die gleiche transponierte Matrix aus unseren vorherigen Beispielen. Beschäftigen wir uns nun mit dem Kreuzprodukt für Matrizen. Wir kennen bereits das Kreuzprodukt für Vektoren und können daraus ganz einfach das Kreuzprodukt für Matrizen verallgemeinern. Dazu verallgemeinern wir zuerst das Kreuzprodukt für Vektoren. Wir erhalten das Ergebnis dieses allgemeinen Kreuzprodukts, indem wir die paarweisen Multiplikationen durchführen. Wenn wir diese allgemeine Form auf das Kreuzprodukt für Matrizen übertragen, erkennt man sofort, dass wir die Summen der korrespondierenden Zeilen- und Spaltenprodukte bilden müssen. Vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach und Sie fragen sich, wie man denn auf so etwas kommt. Leiten wir das allgemeine Kreuzprodukt für Matrizen aus diesem einfachen Beispiel ab. Dazu gliedern wir die beiden Matrizen in Spalten- und Zeilenvektoren. Zuerst bilden wir die Spaltenvektoren der linken Matrix. Dort haben wir zwei Spaltenvektoren, wie man ganz leicht erkennen kann. Nun bilden wir für die rechte Matrix die Zeilenvektoren. Auch dort haben wir zwei Zeilenvektoren, wie wir hier sehr schön sehen. Ich färbe die ersten beiden Vektoren ein, sodass wir die beiden Vektorengruppen auseinanderhalten können. Nun können wir zwei Kreuzprodukte bilden. Einmal über die ersten Vektoren und einmal über die zweiten Vektoren. Damit wir ein gemeinsames Ergebnis erhalten, müssen wir diese zwei Operationen am Ende noch verknüpfen. Wir konzentrieren uns also auf diese Verknüpfungsoperation, die ich hier mit einem Kringel gekennzeichnet habe. Wir fragen uns, welche Verknüpfungsoperation wohl am besten für die Verknüpfung dieser zwei Kreuzprodukte geeignet ist. Wir lassen uns dabei von der Überlegung leiten, dass einer oder beide Terme null werden können und das restliche Ergebnis nicht beeinflussen soll. Gleichzeitig wissen wir, dass die 0 das neutrale Element der Addition ist. Es sieht also so aus, als ob das ideale Verknüpfungselement für zwei Kreuzprodukte das Plus ist. Damit arbeiten wir weiter. Wir können jetzt die beiden Kreuzprodukte ausrechnen und erhalten zwei Matrizen mit den entsprechenden Werten. Diese beiden Matrizen addieren wir, indem wir die Werte mit den gleichen Indizes zusammenzählen. Wir erhalten dann eine Ergebnismatrix mit den Werten 5, 10, 15, 11, 22, 33, 17, 34 und 51. Sie können ganz leicht mit Excel oder R überprüfen, ob dieses Ergebnis tatsächlich das Kreuzprodukt der beiden Matrizen ist. Rollen wir nun ein wenig zurück und schauen uns die beiden Ausgangsmatrizen, die zu diesem Ergebnis geführt haben, an. Diese beiden Matrizen überführen wir in die Indexschreibweise.
So können wir erkennen, welche Werte der ursprünglichen Matrizen in diese Teilergebnisse eingeflossen sind. Wir erhalten dann diese beiden übersichtlichen Matrizen. Weil wir wissen, dass die Matrixaddition paarweise über die gleichen Indizes funktioniert, können wir das Plus in eine große Matrix einklammern. Wir erhalten dann diese inzwischen recht unübersichtlich ausschauende Matrix. Trotzdem wollen wir mit dieser weiterarbeiten. Damit wir besser erkennen, was uns interessiert, rahme ich die Spalten dieser Matrix ein. Wir haben also drei Spalten mit jeweils drei Zeilen und jeder Wert in diesen Spalten wird durch zwei Multiplikationen und eine Addition gebildet. Konzentrieren wir uns nun auf die inliegenden Indizes in all diesen Termen. Uns fällt dabei auf, dass sich immer wieder die Werte 1,1 und 2,2 in allen drei Spalten wiederholen. Das gibt uns den Hinweis, dass wir diesen kompliziert aussehenden Matrixterm in eine Summenschreibweise überführen können. Dieser Term ist also äquivalent mit der nun unten stehenden Summenschreibweise. Die 2 an dem Summensymbol steht übrigens nicht für Quadrat, sondern für die Anzahl der Elemente, die wir summieren möchten. In unserem Fall haben wir zwei Teilterme, die links und rechts von unserem Pluszeichen stehen und deshalb muss oben an dem Summenzeichen eine 2 stehen, damit wir wissen, wir müssen nach dem zweiten Term aufhören zu summieren. Diesen Summenterm können wir nun verallgemeinern und erhalten die allgemeine Form des Matrix-Kreuzprodukts. Das war doch gar nicht so schwer. Das K und das L stehen übrigens für die Zeilen und die Spaltenlänge der beiden ursprünglichen Matrizen M und N. Fokussieren wir nun auf die äußeren Matrixindizes in unseren Termen. Diese Werte entsprechen dem Matrixindex der Werte in der Ergebnismatrix. Außerdem halten wir fest, dass jede dieser Operationen unabhängig von allen anderen Operationen des Matrix-Kreuzprodukts ist. Aus all diesen Überlegungen leiten sich zwei Merksätze ab. Erstens, die linke Matrix muss genauso viele Spalten i haben wie die Zeilenzahl i der rechten Matrix. Das sehen wir auch in unserem Summenterm an dem Wert i. Der zweite Merksatz lautet, dass das Ergebnis des Matrix-Kreuzprodukt genauso viele Zeilen k hat wie die linke Matrix und genauso viele Spalten l wie die rechte Matrix. Das erkennen wir am k und am l in unserem Summenterm. Gibt es für das Matrix-Kreuzprodukt ein neutrales Element? Und tatsächlich, das neutrale Element für das Kreuzprodukt ist die Einheitsmatrix. Das können wir ganz einfach daraus ableiten, dass die Einheitsmatrix aus Nullen und Einsen besteht und wir in unseren Operationen jeweils eine Addition und eine Multiplikation vorliegen haben. Und für die Addition gilt das neutrale Element der 0 und für die Multiplikation das neutrale Element der 1. Mit diesem Wissen können Sie leicht nachrechnen, warum die Einheitsmatrix das neutrale Element des Kreuzprodukts für Matrizen ist. Übrigens, komplexe Berechnungen mit Matrizen nutzen häufig die neutralen Elemente aus. Damit Sie diese Überlegung leichter nachvollziehen können, habe ich unsere 3x2 und 2x3 Matrix aus dem vorigen Beispiel zusammengefügt. Wir überprüfen erst, ob das Kreuzprodukt auch tatsächlich zu dem gewünschten Ergebnis führt. Wir wählen dazu die erste Matrix aus und multiplizieren sie mit der zweiten Matrix. Wir erhalten genau das erwartete Ergebnis. Erzeugen wir jetzt an der Adresse H1 eine 3x3 Einheitsmatrix mit Hilfe der M-Einheitsfunktion. Damit können wir das neutrale Element des Kreuzprodukts für Matrizen mit unseren beiden Matrizen überprüfen. Wieder verwenden wir die M-Mult-Funktion und wir beachten die Regeln für das Kreuzprodukt und fangen mit H1 Raute an.
und wählen anschließend unsere erste Matrix. Wir halten wie erwartet genau unsere Eingangsmatrix als Ergebnis zurück. Diese Übung wiederholen wir mit M-Mult der zweiten Matrix, multipliziert mit H1 Raute, um auf die Einheitsmatrix zu verweisen. Auch hier erhalten wir wieder unsere ursprüngliche Matrix als Ergebnis zurück. Natürlich unterstützt R auch das Kreuzprodukt für Matrizen. Dazu habe ich unsere beiden Beispielmatrizen in R erzeugt. Überprüfen wir, ob die beiden Matrizen auch unseren Beispielen entsprechen. Wir halten tatsächlich die beiden vorbereiteten Matrizen. Jetzt können wir das Kreuzprodukt wie gewohnt ausführen. M Kreuzprodukt N. Das Ergebnis dieses Kreuzprodukts ist die bekannte 3x3 Matrix aus den vorherigen Beispielen. Um das richtige Verhalten des neutralen Elements zu überprüfen, brauchen wir eine 3x3 Einheitsmatrix. Die erstellen wir mit Hilfe der Diag-Funktion. Jetzt können wir wie in Excel mit der Einheitsmatrix das Kreuzprodukt mit den anderen beiden Matrizen ausführen. Dabei befolgen wir exakt die gleichen Rechenregeln. Beide Kreuzprodukte mit der Einheitsmatrix ergeben die ursprüngliche Matrix M bzw. N. Und damit kommen wir zum Matrix Highscore. Damit wir den Matrix Highscore abholen können, müssen wir uns mental vorbereiten. Wir stellen uns also vor, dass wir Vektoren als einspaltige bzw. einzeilige Matrizen verwenden können. Ein Spaltenvektor hätte in der Matrizenschreibweise immer einen Spaltenindex von 1. Analog dazu hat ein Zeilenvektor immer den Zeilenindex von 1. Wir haben gerade erarbeitet, dass für das Matrix-Kreuzprodukt die linke Matrix genauso viele Spalten haben muss wie die Zeilenanzahl der rechten Matrix. Und wir wissen, dass das neutrale Element der Multiplikation eine 1 ist. Und mit diesen drei Voraussetzungen können wir nun eine praktisch relevante Operation ganz einfach ausführen. Können wir nämlich leicht die Zeilensumme von Matrizen bilden, indem wir das Kreuzprodukt einer Matrix mit einem 1-Vektor bilden. Analog dazu können wir auch die Spaltensummen einer Matrix mit einem korrespondierenden 1-Vektor erzeugen. Dabei beachten wir für die Zeilensumme, dass die Länge des 1-Vektors der Anzahl der Matrixspalten entspricht und für die Spaltensumme muss die Länge des 1-Vektors der Anzahl der Matrixzeilen entsprechen. Das wollen wir mit Excel überprüfen. Zeilen- und Spaltensummen von kleinen Matrizen zu berechnen, ist keine Kunst. Damit wir eine etwas größere Herausforderung haben, habe ich hier fiktive Performance-Metriken über ein ganzes Jahr zusammengetragen. Um die Zeilen- und Spaltensummen für die Tages- und Monats-Performance zusammenzutragen, müssen wir zuerst den Umfang unserer Matrix mithilfe der Zeilen- und Spaltenfunktion bestimmen. Beginnen wir mit den Zeilen. Wir wählen unsere gesamte Matrix aus und führen die Operation aus und erhalten wie erwartet 31 Zeilen, weil die maximale Monatslänge 31 Tage sind. Als nächstes zählen wir die Anzahl der Spalten in unserer Matrix. Wieder wählen wir unsere Matrix aus und haben jetzt die Anzahl der Spalten und wie erwartet sind es 12 Monate, die wir hier abdecken. Im nächsten Schritt bereiten wir unsere 1-Vektoren vor. Zuerst den 1-Vektor für die Zeilensumme und der bezieht sich auf die Anzahl der Spalten unserer Datenmatrix. Wir arbeiten wieder mit der Sequenzfunktion, übernehmen die Anzahl der Spalten aus der Q-Spalte, die wir gerade berechnet haben,
Eine Spalte soll das Ganze breit sein. Wir wollen einen 1-Vektor erzeugen, der immer den Wert 1 mit dem Abstand 0 hat. Jetzt haben wir unseren 1-Vektor für die Spaltenanzahl erzeugt. Wir wiederholen die Übung auch für die Spaltensummen und dort beziehen wir uns auf den Zeilenwert. Wieder erzeugen wir einen 1-Vektor mit der Sequenzfunktion. Diesmal haben wir einen Zeilenvektor, das heißt, Zeilen muss gleich 1 sein und die Anzahl der Spalten stammt aus der Adresse Q2. Wieder fangen wir bei 1 an und haben einen Abstand von 0. Nun haben wir unsere 31 Einsen, um die Spaltensummen zu berechnen. Und genau das führen wir jetzt aus. Für die Spaltensummen verwenden wir die mmult-Funktion mit unserem Zeilenvektor. Wir multiplizieren diesen 1-Vektor mit unserer Matrix. Wir haben jetzt die Spaltensummen für alle unsere Monate berechnet. Diesen Schritt wiederholen wir für die Tagesleistung. Wieder fangen wir mit mmult an. Allerdings, weil wir in die andere Richtung rechnen, wählen wir zuerst unsere Matrix aus und erst anschließend unseren 1-Vektor mit den 12 Einsen für unsere Spalten. Wir halten automatisch unsere Zeilensummen berechnet. Fassen wir zusammen. Wir haben atomare Datentypen kennengelernt und daraus Datenstrukturen gebildet. Besondere Datenstrukturen sind Vektoren und Matrizen. Bei den Vektoren haben wir Sequenzen, den Nullvektor und den 1-Vektor kennengelernt. Eine besondere Matrix ist die Einheitsmatrix, die gleichzeitig das neutrale Element des Kreuzprodukts für Matrizen ist. Außerdem haben wir gesehen, wie wir das Kreuzprodukt als Rechenmaschine verwenden können. Um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, haben wir die Tricks des Vereinfachens, des Verallgemeinerns und ein bisschen des Rückwärtsarbeitens verwendet.